Hallo, wenn du eine Figur zentrisch streckst und eine Bildfigur erhältst, dann haben die Flächeninhalte beider Figuren etwas miteinander zu tun. Und die Größe der Flächeninhalte haben etwas miteinander zu tun. Und was genau, das steht hier in diesem Satz. Da ist er. Wird eine Figur mit dem positiven Faktor k gestreckt, so ist der Flächeninhalt der Bildfigur k² mal so groß wie der des Originals. Das bedeutet, am Beispiel mal gesehen, wenn man eine Figur mit dem Faktor 2 streckt, dann hat die Bildfigur nicht etwa den doppelten Flächeninhalt, sondern den 2 zum Quadratfachen Flächeninhalt, nämlich den vierfachen Flächeninhalt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com